Ich liebe das von Mercedes. W163. Der ist aber, ist ja super. Anhängelast hier 3365 Kilo. Das ist ja immer der Hit. Ja, krass, schönes Auto. 2,7 Schöne Liter. Ledersitze, 2,7 Liter. ML270. CDI, glaube ich, ne? Heißen die, oder? Also, wir haben hier ein kaputtes Stoßstangenteil und wollen die wechseln. Mein Kumpel hat hier schon ein neues Teil gemacht. Und hat schön lackiert. Und so schön ist es nicht. Das alte runterkriegen und das neue machen. So, jetzt nehmen wir hier die Kappen ab, auf beiden Seiten. Und dann probieren wir hier die Halteschrauben loszumachen. 10er dann. Weil die meistens verrostet sind und dann gerne mal ableisen. Die war vor einem Jahr oder so, war die ja schon unten. Ja, das ist schön, weil dann können wir die wahrscheinlich auch jetzt ganz leicht runternehmen. Schon im besten Fall los sein. Ich sehe noch eine. Da unten sehe ich noch zwei Schrauben. Die hier? Ja. Guck mal an, da hast du recht. Ja. Runter. Manchmal sehen Frauen auch was. Meistens. Die Frauen sehen mehr als Männer auf jeden Fall. Aber meistens das, was sie nicht sehen sollen. Sie sehen alles. Frauen sind wie der liebe Gott. Die sehen das, was sie sehen sollen und das, was sie nicht sehen sollen. So, nehmen wir die auch raus. Gerade mehr irgendwo fest. Ach doch, der ist in dem Plastik unten drunter fest. Das ist noch so ein schwarzes Plastik unten drunter. Ist auf jeden Fall schon mal lockerer. Also pass mal auf, dann machen wir mal hier an der Seite, ziehen wir den mal raus. Schon mal hier. Also hier wäre auf jeden Fall schon mal komplett los. An der Seite. So, hier ist der auch los. Der hängt irgendwo nochmal hier in der Mitte wahrscheinlich. Zieh den mal da hinten. Raus nach hinten. So, ja, so. Okay. Jetzt heb den mal hoch, dass er nichts, der Lack nichts abkriegt. So. So, jetzt haben wir die neue Stoßstange wieder erstmal so reingelegt und hier an der Seite draufgeschoben auf die Halter. Er hat schon festgemacht und ich muss hier auf der Seite auch noch machen. Gucken, dass das auch richtig drin ist und dann schön reinschieben, schön draufschieben, bis es sitzt. Ja, klack gibt es nicht, aber sitzen tut's. Ne, ist doch schön lackiert. Das habe ich in einem Dings gemacht, in der Garage mit einem riesengroßen Scheunentor. Ja. Und das hat immer Wind gegeben. Aber ist doch so, dass das mal ein bisschen in Bearbeitung ist und hat mal ein bisschen. Ja, da waren drei Dosen A 400 Milliliter Plastik-Haftgrundvermittler, dann die Farbe und drei Dosen Klarlack. Aha. Und davon hätte ich noch mehr gebrauchen können. Vom Klarlack. Aber wie gesagt, das waren jetzt 60 Euro, die ich da verbraten hatte.
Ja. Für eine gute Lackierung ist das nicht zu wenig. Also oder nicht zu viel. Beides nicht. So, jetzt gucken wir mal bei dem hier. Würde auch so nicht reingehen. Anders? Achso. Schon gut. Schon gut. Et voilà. Ist deine Stoßstange wieder fest. So, hier den Schutz nochmal oder die Verkleidung nochmal für die Anhängerkupplung einfach reingeklickst. Und dann ist das wieder gut. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Tschüss.